Was geht, Leute? Heute mal was Special-Meschliges. Und zwar der F82. Ich war heute morgens bei Grail. Um 6 Uhr bin ich da angekommen. 3 Stunden fast gefahren. Die 240, 250 Kilometer. Und ja, was soll man sagen? Ich bin der Erste mit der Grail-Auspuffanlage für den F82. Die Auspuffanlage ist einfach nur richtig geisteskrank. Die ist so laut. Ich blende euch gleich auch ein paar Videos ein. Ich bin dann auf der Autobahn gefahren mit Klappe zu, Klappe offen. Dann ein paar Standgeräusche gemessen, nicht gemessen, sondern aufgenommen. Und ja, guckt euch das an. Auf jeden Fall mega Auspuffanlage. Vielen, vielen Dank an die Jungs von Grail und viel Spaß beim Video. Um euch erstmal so einen kleinen Einblick zu geben, was an der Anlage anders ist als an der Serienanlage, habe ich die Serienanlage hier unten liegen. Hier sehen wir die originale Anlage. Die ist aufgebaut einmal mit einem Endschalldämpfer, einem Mittelschalldämpfer und die Nachcuts, die sind aber noch im Auto verbaut. So, der größte Unterschied ist, dass bei der Grail-Anlage der Mittelschalldämpfer komplett wegfällt. Das heißt, von den Nachcuts laufen 2-3 Zoll große Rohre, einmal rechts lang. Und wenn die Klappe offen ist, kommt der ganze Sound wirklich von den Nachcuts einfach nur raus auf den Strang und alles kommt durch die Klappe raus. So, auf der anderen Seite ist es auch so, wenn die Klappe jedoch zu ist, kommt der Sound von den Nachcuts einmal durch, dann in den Endschalldämpfer und dann erst, wenn die Klappe zu ist, dann durch die innere Seite kommt der Sound raus. Hier ist es nochmal so, dass wenn die Klappe offen ist, dass trotzdem hier der Mittelschalldämpfer etwas dämmt. Jetzt gucken wir uns mal die Grail-Auspuffanlage an. Die fängt da hinten an mit 3 Zoll vergrößert, kommt die hier raus an dem Strang. Dann, wenn die Klappe hier offen ist, kommt hier sofort alles raus. Hier sehen wir die Klappe. Da kommt alles raus, ohne dass irgendwas in den Endschalldämpfer geht. Wenn die Klappe jedoch zu ist, ist hier die Sperre und die ganzen Abgase laufen erst hier lang, werden da leiser und kommen dann hier aus der mittleren Verrohrung raus. Das ist auch der Hauptgrund, wieso die Auspuffanlage, obwohl der Mittelschalldämpfer bearbeitet ist, trotzdem viel leiser ist als die Auspuffanlage von Grail, weil erstens wird hier vorne nichts gedämmt, wenn die Klappe offen ist. Und zweitens ist einmal von den Nachcuts direkt 3 Zoll durch zur Klappe. Boah, ist ja richtig schwer hier spiegelverkehrt. Durch zur Klappe mit den Abgasen. Also das ist jetzt der normale Modus, der Effizienzmodus mit Klappe zu beim Beschleunigen. Jetzt fahren wir 130, also wie man hört man nicht viel. Jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Ist auch noch immer human, dröhnt auch nicht im Innenraum, also richtig gut. Jetzt schalten wir mal die Klappe um und dann beschleunigen wir wieder mal heraus. Also da hört man schon etwas mehr. Vor allem knallt das dann auch immer. Ich habe jetzt Schubknall deaktiviert, aber es knallt trotzdem noch, wenn man vom Gas runtergeht. Also hört sich gut an. Dröhnt aber auch nicht im Innenraum. So, die neue Grail-Anlage. Jetzt Klappe zu, einmal Gas geben. Also das ist auch schon echt heftig laut. Jetzt Klappe öffnen. Junge. Okay, jetzt fahr mal. Das ist echt sehr, sehr, sehr laut. Da haben die Jungs von Grail richtig gute Arbeit geleistet. Also, falls ihr die Möglichkeit habt, holt euch direkt eine Auspuffanlage und bearbeitet die nicht so wie ich, weil wenn ihr damit erwischt werdet, zahlt ihr am Ende genauso viel, als wenn ihr euch eine richtige Auspuffanlage, eine legale Auspuffanlage holt. Und die legale hört sich noch 1000-mal besser an. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt gerne auf den Abo-Button und wir sehen uns dann beim nächsten Video.